Hallo, na, da bin ich wieder. Heute leider ohne Müllermilch, weil der Chef von Müllermilch, Landliebe, Weinstephan und anderen Molkereiunternehmen, Theo Müller, angeblich rechts ist und Kontakte zur NPD hatte und angeblich Kontakte zur AfD hat. Und das ist natürlich so unfassbar schrecklich, dass ich jetzt alle Produkte von Müller boykottieren muss. Aber was wirklich dahinter steckt, erfahrt ihr in diesem Video. Also lasst jetzt schon mal ein Abo und Like da, sonst wird Theo Müller euch höchstpersönlich zu Hause besuchen. Aber keine Sorge, das wird hier kein reines Informationsvideo. Hauptsächlich machen wir uns über irgendwelche komischen TikToker lustig, die gedacht haben, sie müssten sich zum Müllermilch-AfD-Skandal äußern. Und glaub mir, das ist wirklich unfassbar dumm. Aber ganz kurz zusammengefasst, was der Stand der Dinge ist. Also schon vor über 10 Jahren wurde Theo Müller irgendwelche Verbindungen zur NPD vorgeworfen, die er aber bis heute vehement bestreitet. Jetzt hat er aber laut Handelsblatt bestätigt, dass er regelmäßig mit Alice Weidel, also der AfD-Politikerin, essen geht und da keine NS-Ideologie erkennen kann. Er ist also sehr AfD-nah und das gab auf Social Media natürlich einen riesigen Aufschrei. Auf der einen Seite halt die Menschen, die unfassbar enttäuscht und empört waren von Theo Müller und dem ganzen Müller-Imperium, und auf der anderen Seite irgendwelche Uwes und Tanjas, deren neues Lieblingsgetränk jetzt Müllermilch in Farbe blau geworden ist. Und genau diese komischen Menschen haben bestimmte TikToks produziert. Müllermilch. Alles Weidel oder was? Junge, triggert mich dieses Schlucken, Alter. Also wirklich, auf was für Ideen manche Menschen kommen, ne? Also haben die keine Familie, die sie irgendwie davon abhalten kann, so eine Scheiße ins Internet zu stellen? Aber es gab auch ein paar Leute, die wirklich versucht haben, irgendwas argumentativ zu erklären, und das ist fast noch dümmer als diese komische Frau, die da irgendeine komische Werbekampagne da starten wollte. Jemand hat gerade dieses Bild geteilt und ich musste direkt an das hier denken. Und wie kontrovers ist das bitte? Also, du magst uns nicht, aber du benutzt unsere Sachen, um Para zu machen. Es ist so enttäuschend, weil ihr benutzt unsere Leute, um Werbung zu machen, Para zu machen, schon wieder. Aber ihr mögt uns nicht. Wie geht das? Wie geht das eine mit dem anderen einher? Ich verstehe das nicht. Ey, also so langsam bin ich wirklich, glaube ich, davon überzeugt, dass es auch so IQ-Werte im Minusbereich geben muss. Ihr mögt uns nicht, aber ihr benutzt unsere Leute für Para. Wer ist denn ihr und wer sind denn unsere Leute? Also will sie mir jetzt wirklich erzählen, dass Ecofresh ausgenutzt wurde und ausgebeutet wurde von fucking Theo Müller? Junge, Ecofresh hat da safe über 100.000 Euro für diese Kack-Werbekampagne bekommen, damit er den Müller-Ayran bewerben kann. Also ich glaube, dem geht's gar nicht mal so schlecht und der ist der Letzte hier, der Ausländer, der sich beschwert darüber. Und ich frage mich da auch, wer ist ihr? Also, sie unterteilt es so in zwei klare Gruppen. Ihr nutzt uns aus. Also, das ist Theo Müller. Das ist eine Person. Oder hat er jetzt irgendwie verschiedene Zwillingsgeschwister? Oder hat er sich klonen lassen? Oder was will sie von mir? Und außerdem, nur weil Theo Müller sich irgendwie mit Alice Weidel trifft und, keine Ahnung, auch AfD-nah ist oder die Politik gut findet, heißt das ja nicht, dass er irgendwas gegen Ayran, die türkische Kultur oder Türken an sich hat. Das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Also wer jetzt irgendwie ein Rechtsradikaler, und ich weiß, viele AfD-Politiker sind Rechtsradikale, aber nicht alle, und nur wenn man die AfD wählt, heißt das nicht, dass man selber rechtsradikal ist, ja, aber wäre er das und würde offen sagen, dass er alle Ausländer hasst, okay, dann wäre das ein valid point, aber das, nur weil er mit fucking Weidel da zweimal essen war, heißt es nicht, dass er irgendwie Probleme mit Ausländern hat. Und ich habe es gerade schon angeschnitten, diese Unterteilung in wir und ihr geht mir so unfassbar auf den Sack, das sage ich immer wieder. Genau das, nämlich genau diese Unterteilung zwischen ihr und wir, bringt halt Deutsche und Ausländer einfach nur weiter auseinander. Und ich wette, sie ist die allererste, die rumheult, wenn irgendein Deutscher wir sagt und damit halt nur Deutsche meint. Dann ist das Geschrei natürlich wieder groß und das geht dann natürlich gar nicht und ist dann Rassismus. Safe. Also hört auf mit diesem wir und ihr. Ihr könnt gerne wir sagen und dann alle meinen, aber dieses wir und ihr, dieses Schubladendenken ist einfach nur unnötig und treibt halt Intoleranz einfach nur weiter. Vor allem, weil man eh nie für eine ganze Gruppe sprechen kann. Aber herzlichen Glückwunsch, Merfeski heißt sie, glaube ich, mit der Caption unter dem Video hast du es dem Müller-Imperium ja mal komplett gezeigt. Also ich glaube, die sind jetzt noch pleiter. Ist das überhaupt ein Wort, als Apo Red der Allerechte. Na, habt ihr schon mitbekommen, dass Renate Künast von den Grünen bei X, vormals Twitter,
mehr oder weniger zum Boykott gegen Müller aufgerufen hat. Also ich bin ja wirklich nicht der intelligenteste Mensch auf der Welt, ist ja alles okay. Aber wo zum Fick hat Renate Künast bitte in diesem Tweet irgendwie zum Boykott aufgerufen? Zeigt mir das mal bitte. Also ich meine, der blendet den Tweet ja sogar selber ein. Da steht nichts drin als bekannte Information. Die schreibt einfach nur rein, dass Theo Müller halt Kontakte zur AfD hat. Das steht auf 7000 Nachrichtensendungen. Wo ist da irgendwas von einem Boykott zu lesen? Ich check's nicht. Die Renate hat dann auch nochmal auf Twitter bestätigt, dass halt dieser Vorwurf absoluter Quatsch ist und sie nie irgendwas boykottieren wollte oder dazu aufgerufen hat. Aber naja, was erwartet man auch von einem Frank mit einem Deutschlandflaggen-Profilbild? Der Grund dafür ist, dass sich der Theo Müller, Chef des Müller-Imperiums, mit Alice Weidel getroffen hat von der AfD. Geht ja gar nicht, ne? Ja, das hat mich bewogen, erstmal hier eine Müllermilch zu kaufen und diesen Mann zu unterstützen. Also macht es mir nach, lasst euch keinen Schwachsinn einreden, von wegen Kontaktschuld und so weiter, ne? Ja, man unterstützt Theo Müller, der hat es ultra nötig, indem er eine Müllermilch kauft. Das wird ja wahrscheinlich persönlich merken in seinem Geldbeutel, der ist by the way Multimilliardär. Also die 50 Müllermilchpackungen, die da mehr gekauft werden, die werden den Unterschied machen und damit kann man die AfD ultra gut supporten. Ja? Also mit jeder Müllermilch, die man kauft, unterstützt man ja quasi schon die AfD. Ist das dumm, ne? Also die Leute denken wirklich, wenn sie jetzt Müllermilch kaufen, dass dann die AfD unterstützt wird, ne? Ich fass das nicht. Ich frag mich halt wirklich immer, ob solche Leute dann auch an den Weihnachtsmann glauben. Also wenn man wirklich daran glaubt, dass eine Müllermilch ein Zeichen für die AfD setzt, also dann ist der Schritt zum Weihnachtsmann halt auch nicht mehr weit, ne? Sag ich euch ehrlich. Aber das waren tatsächlich noch die vernünftigsten Menschen in TikToks. Es gibt wirklich jetzt richtige AfD-Müllermilch-Kampagnen, die auf TikTok gestartet werden, als einfach inoffiziell von irgendwelchen AfD-Fans. Zum Beispiel diese hier. Hashtag danke Theo, Hashtag stolz mich und so eine Müllermilch im AfD-Design. Es ist wirklich so unglaublich peinlich. Ey, es ist wirklich unfassbar cringe, ne? Generell, dieses Stolz-Monat-Ding ist unfassbar unangenehm. Und jetzt auch noch eine Stolzmilch. Bro, was kommt als nächstes bitte? Aber das mit Abstand unangenehmste Video ist dieses hier. Jo, grüß euch, Freunde. Was hat Müllermilch aus mir gemacht? Diesen Körper geformt. Gigantik. Ja, meine kleine süße Müllermilch. Und ich habe dich so lieb wie ein Kind, was man wiegt in seinen Armen. Herrlich, schön. Oh, ich kann kein Flur. Ich muss mir dringend einen anderen Job suchen, wirklich. Also, by the way, warum erinnert mich der Typ so unfassbar krass an Egon Kowalski? Falls ihr nicht wisst, wer das ist, bitte googelt nicht, vergesst es einfach wieder, vertraut mir, ihr werdet es bereuen. Ich glaube, dem Typ sind ein paar Steroide zu viel zu Kopf gestiegen. Also ich sag euch jetzt mal was ganz Ehrliches, ja, nach dem ganzen Spaß jetzt mal Real Talk. Egal wie krass ich die AfD feiern würde, wenn ich das komplette Wahlprogramm übertrieben nice finden würde, wenn ich alle AfD-Politiker perfekt finden würde, ich könnte diese Parteien nicht wählen, weil ich wüsste, was für weirde Menschen die AfD noch wählen, ja. Immer, wenn ich in irgendeinen Kommentarbereich gehe und dann die ganzen blauen Herzen sehe und die ganzen AfD hier und da, die Leute sind alle so unfassbar komisch. Ich könnte die AfD nicht wählen, wenn ich wüsste, dass dieser Fitness-Typ auch die AfD wählt. Das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Aber zum Abschluss des Videos, wir haben uns jetzt viel aufgeregt, hören wir uns nochmal eine musikalische Bereicherung an, damit wir ganz beruhigt zum Abschluss des Videos kommen können. Wow, ey, das sind so tiefgründige Lyrics. Also wären meine Armhaare nicht alle gerade schon bei dem Gesangseinsatz abgestorben, hätte ich jetzt mit Sicherheit ganz, ganz krasse Gänsehaut. Ich weiß halt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich check nicht, wie Leute wirklich daran glauben können, dass die Müllermilch jetzt supporten müssen, weil der scheiß Chef mit scheiß Alice Weidel einmal essen war. Also,
Ich verstehe das nicht. Wo kommen wir denn da überhaupt hin? Also kauft jetzt bald jeder AfD-Wähler auch eine Mercedes G-Klasse, weil es auch Gerüchte gibt, dass die AfD mit Mercedes irgendwie Kontakte haben. Ey, ich hoffe wirklich, dass der Lufthansa-CEO mal mit, keine Ahnung, Gauland oder so essen geht. Dann können die ganzen AfD-Wähler sich, um Lufthansa zu supporten natürlich, irgendwie ein One-Way-Ticket nach Grönland buchen und da dann bleiben. Das wäre wirklich toll. Ich meine, die Lufthansa muss ja dann unterstützt werden. Das wäre doch mal wirklich eine perfekte Win-Win-Win-Situation. Aber ich bin ehrlich, ich habe euch gerade belogen. Tut mir leid. Einen TikToker müssen wir noch reinnehmen. Okay, das TikTok ist cringe, ja, ist gut, aber ich musste es wegen den Kommentaren mit reinnehmen. Gebt euch das mal. Ich habe es auch schon vorher getrunken, aus aktuellem Anlass deutlich mehr. Trinke nur noch Müllermilch und wähle AfD. Nur noch blau und nichts anderes. Und jetzt mein Zweitlieblingskommentar. Und wenn der kleine Hunger kommt, alles Müller oder was? Boah, Junge, guckt euch die Emojis an, wirklich. Allein die Emojis verursachen in mir Ablehnung, ja. Und jetzt der beste Kommentar. Und jetzt den Joghurt mit der rechten Ecke. Genau diese Kommentarschreiber sind diese komischen Leute, die die ganze Zeit so rechte AfD-Propaganda-WhatsApp-Stories machen. Wir alle haben diesen ehemaligen Trainer oder diesen einen komischen Typ, der irgendwie 50 ist und die ganze Zeit so komische WhatsApp-Stories macht. Genau das sind diese Leute. Aber ich verschone euch jetzt mal mit weiteren TikToks. Ich habe zwar noch ein paar mehr zur Auswahl gehabt, aber ich denke, das reicht erstmal. Ich will ja auch nicht, dass zu viele Gehirnzellen von euch verbrennen. Ein paar braucht ihr auch noch, um das Video zu liken, um einen Kommentar zu schreiben mit eurer Meinung, um zu abonnieren, meinen Reaction-Kanal zu abonnieren, Twitch zu folgen, Instagram zu folgen. Das wäre super nice. Ansonsten habe ich noch zu sagen, trinkt weiter Müllermilch oder lasst es. Ist mir absolut scheißegal. Aber egal, was ihr von beiden macht, macht es nicht. Irgendwie aus politischen Gründen, weil das ist irgendwie ziemlich cringe und dann müsstet ihr bei jeder Marke und bei jedem Unternehmen drauf achten, weil irgendwer hat immer irgendwas zu verheimlichen und irgendwelche Kontakte zu dem und dem. Das ist ja quasi eine Kontaktschuld dritten Grades, die wir gerade vorliegen haben. Also keine Ahnung, es wird einfach alles nur noch dümmer. Es war mir eine Ehre, vielen Dank fürs Dabeisein, wir sehen uns im nächsten Video wieder, haut rein und ciao!